erkunden wir den Dungeon von Despise. Ein Schalter. Öffnet die Türen. So, gibt es hier Ratten? Was hat der Kerl wohl gemeint, als er sagte, er würde zurückkommen? Meinst du wirklich, er verfüttert uns an seinen Herrn? Musst du das ständig ansprechen? Schlimm genug, eine Woche lang ohne Essen hier zu sein. Ich weiß nur, dass ich ein Pferd essen könnte. Es gibt fast keine Pferde mehr. Das sagt man so. Ich weiß, aber du solltest dich anders ausdrücken. Vielleicht, ich könnte eine Riesenratte essen. Ich könnte eine Riesenratte essen. Ich habe so einen Hunger, ich könnte Daras Essen verdrücken und um einen Nachschlag bitten. Moment mal, warum beschwerst du dich? Ist doch deine Schuld, dass wir hier sind. Meine Schuld? Du sagtest, dieser Kiran-Stein wäre leicht zu finden und wir wären reich. Stattdessen sind wir nur in einem stinkenden Raum in einem Dungeon und können uns nur gegenseitig anglotzen. Und du bist kein toller Anblick. Würdest du lieber ein Stündchen mit dem Irren in der geflügelten Rüstung verbringen? Ich bin sicher, er will dich zum Abendessen einladen. Ein Irrer in einer geflügelten Rüstung. Das klingt nach dieser Würmgarde. Faszinierend. Was ist denn das hier? Eine Fackel, die nicht an ist? Dadurch öffnet sich die Tür und wir haben Fledermäuse. Aber erstmal gucken wir mal, was das da für zwei Typen sind, die miteinander reden. Ich habe das jetzt vorgelesen, weil das Problem bei Dialogen, die so gesprochen sind und nicht in einem Dialog direkt passieren von uns, ist eben, dass ja, das von der Reichweite abhängt. Irgendwer hat hier Schach gespielt und es gibt einen goldenen Schlüssel hier. Sodass ich nicht immer hören kann oder dass ihr nicht hören könnt, was die sagen. Könnt ihr lesen? Wer ist da? Bitte helft uns! Na, okay. Habt Dank für unsere Befreiung. Wie können wir euch das vergelten? Wer bist du? Man nennt mich Castro und das hier ist Felix. Hi. Wir leben in Britain. Wenigstens haben wir in Britain gelebt, bis sie sich entschlossen, alle armen Leute nach Pons abzuschieben. Welch abstoßender Sumpf. Deshalb riskierten wir, in den Dungeon zu gehen und den Kiranstein zu suchen. Hm. Wir glaubten, wir könnten das Recht, in Britain zu bleiben, kaufen. Sehr gut. Ja gut, wer Geld hat und arbeiten kann, der darf bleiben. Na gut, dann verstehe ich die Motivation dieser beiden Herren, Felix und Castro. Fidel Castro. Felix Castro. Ja. Was ist dieser Kiranstein? Ein magisches Objekt wurde hier in Despise vor Jahrzehnten versteckt. Der Kiranstein ist der Schlüssel und er wurde in vier Teilen im Dungeon versteckt. Wir wissen nicht sicher, was das Objekt ist, aber wir kamen in der Hoffnung, es wäre wertvoll. Nach dieser letzten Woche liegt mir jedoch nichts mehr am Gelde. Felix und ich gehen nach Britain zurück, um etwas zu essen aufzutreiben. Okay, sie suchen irgendwelche, irgendeinen Kiranstein oder die vier Teile eines Kiransteins. Wo kann ich die Teile des Steins finden? Ein Teil des Kiransteins liegt auf der größten Säule im Säulenraum. Und ich weiß, dass ich nicht mehr danach suchen werde. Unsere zwei Freunde, Thaddeus und Morden, suchten ebenfalls im Dungeon nach dem Stein. Jeder von uns hatte den Aufbewahrungsort eines der Steine. Wenn ihr sie also findet, findet ihr die anderen beiden Teile. Ich weiß nur, dass ein Teil hinter einer Wand von Wasser sein soll. Ihr findet vielleicht nicht alle vier Teile, wenn Thaddeus und Mordin ihre bereits gefunden haben. Aber wer weiß? Sie sind vielleicht schon seit langem weg. Okay. Was ist dieser Kirnst? Ein magisches Objekt wurde hier in Despise vor Jahrzehnten versteckt. Wir wissen nicht sicher, was das Objekt ist, aber Felix und ich gehen... Danke für die Auskunft. Lebt wohl. Yay, und natürlich haben wir dafür Karma bekommen, dass wir diese beiden befreit haben. Ein Karma-Punkt für jeden. Oder für uns. Kann ich das nicht verschieben? Abfall. Also sie bewegen sich nicht raus, aber wenn wir den Dungeon verlassen und wieder betreten, sind sie weg. Und ihr hattet wirklich nichts zu essen hier, Leute. Na gut. Kommt gut nach Hause. Ich sehe mich hier weiter um. Im Zweifelsfall einfach eine Fackel anmachen. Könntet natürlich auch Riesenratten essen. Lecker. Und das ist dann wohl der besagte Säulenraum. Und es gibt hier Fledermäuse. Einen Anti-Gift-Trank in einem, ja, ich würde mal sagen, Rattennest. Das ist mal ein Rattennest. Und ich möchte hier hochklettern. Und jetzt geht's hier. Gibt's eine lustige Sprung- und Hüpfeinlage.
Wenn ich sage lustig, dann meine ich natürlich katastrophal. Aber ich habe es geschafft. Cool. Und es gibt hier einen Stein. Einen Kirrenstein, den ersten, den gelben. Ich fand den gelben Kirrenstein. Fledermäuse, lasst mich in Ruhe. Das hier ist nicht Castlevania. Und ein Knopf, der uns den weiteren Durchgang ermöglicht. The Spice ist der leichteste von allen Dungeons. Es ist ja auch der erste. Und ich bin nicht so ein Riesenfan von diesen Dungeons. Das ist alles so unheimlich. Wasser. Kleine Ratte. Ich lasse dich mal leben. Was haben wir denn hier für eine Grube? Besser speichern. 39. Wir sind im Dungeon von Despise. Oh. Okay, ein Durchgang. Eine Kiste, die zu zerschlagen ich mir nicht nehmen lassen möchte. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie das Gold anvisieren. Ja. Ach ja, diese Objekte hier. Jetzt fallen sie runter. Ich habe ein merkwürdiges Geräusch gehört. Einen Moment mal. Mein Mana ist 28. Ich habe dieses komische Geräusch gehört, dieses Boom. Meine Frage ist, warum? Warum habe ich das gehört? Warum ist mein Mana gesunken? 27 Münzen. Okay. Jetzt ist es nicht passiert. Was haben wir denn hier? Hütet euch vor den Verheißungen der Finsternis. Kann ich das trinken? Hey, es scheint eine heilende Wirkung zu haben. Sehr schön. Aber sehr merkwürdig. Plötzlich habe ich Karma verloren. Wodurch? Habe ich irgendwas falsch gemacht? War diese Kiste heilig oder wie? Ein weißer Zauberstab. Etwas Schwefelasche. Oh, das brauche ich nicht unbedingt. So, hier gibt es ein Geheimnis. Nämlich dieses Bild von, vom Avatar soll das wohl sein. Kann man berühren. Dadurch verwandelt es sich in Exodus. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass hierdurch eine Wurmgarden-Brustpanzerrüstung erscheint. Die unsere Rüstung irgendwie nicht optimiert hat. Es ist nicht gestiegen. Ich würde sogar fast sagen, das sinkt ja. Das ist ja merkwürdig. Das ist nicht besser als eine Lederrüstung. So, und jetzt ist es vergiftet. Es wird euch schwindelig, während ihr die ölige Flüssigkeit hinunterschluckt. Also drücken wir nochmal auf das Bild. Und. Oh. Jetzt bleibt es giftig. Das ist natürlich nicht so gut. Schnell. Ein Anti-Gift-Trank eingeworfen. Ich verbrate hier ein paar Heiltränke. Das ist die Wurmgarde-Rüstung. Geflügelt. Muss ich ständig überprüfen, ob mein Mana sinkt. Was hat es verursacht? Ja. Sobald ich hier dieses Netz kaputt mache, da hinten gibt es noch ein bisschen Gold und einen Trank. Gelber Heiltrank und 8 Münzen. Dadurch verliere ich einen Karma-Punkt. Dieses Spinnennetz ist wohl ein heiliges Spinnennetz. Also, Finger weg.
Gehen wir weiter. Merkwürdig. Macht überhaupt keinen Sinn. Ah, ein Schalter. Und ein schickes Wasserbecken, ein Swimmingpool. Die Tür ist verschlossen. Der Weg ist versperrt. Hier ist jetzt die Geheimtür. Ich komme nicht wieder zurück. Ist das normal? Ist hier irgendwas im Wasser? Oh, da oben ist ein Trank. Übrigens, bei dem irren Melvin habe ich eine Schriftrolle vergessen. Da lag eine Schriftrolle oben auf seinem Schrank. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich vergessen habe, die mitzunehmen. Das war natürlich passend für ihn, die Schweben-Schriftrolle. Beim letzten Mal bin ich hier durchgekommen, aber die Tür kann man anscheinend nur von der anderen Seite öffnen. Und hier gibt es ein Rätsel, was man lösen muss. Und zwar, hier kommt Wasser rein. Und auf der Seite sehen wir, da ist ein umgekippter Eimer. Das heißt wohl, das Wasser muss auf dieses Podest. Ein Pentagramm. Also, schnappen wir uns den Eimer mit Wasser. Steckt auch in einem Pentagramm. Wir können den so ins Inventar ziehen. Und setzen den mal da drauf. Ich habe auch schon mal ausprobiert, diesen Eimer mit Wasser zu füllen, aber das klappt irgendwie nicht. Also, nehmen wir einfach diesen hier. Und siehe da, die Türe öffnet sich. Bloß die Frage, ob sich diese geöffnet hat. Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier sonst rauskommen soll. Oh, jetzt geht sie auf. Ah, okay. Ja, und gleich das nächste Hindernis. Was ist passiert? Irgendwas. Ah, okay, das geht von selbst auf. Und da sind wir jetzt auf der anderen Seite jetzt. Gut. Weinflasche und ein Kelch. Tag 1. Oh, ein Tagebuch. Bewacht die Stellung, sagte er. Dass ich nicht lache. Wovor bewache ich sie eigentlich? Das ist einfach idiotisch. Es ist doch wirklich nicht so, als kämen diese Unruhestifter von Britain hierher, nachdem wir sie alle weggeschickt haben. Gut, dass wir die los sind. Die Leute kamen immer herüber. Einmal versuchten sie, einen Besen zu borgen. Ein anderes Mal war es eine Hacke. Und dann haben sie sie stundenlang behalten, bevor sie sie zurückbrachten. Man sollte doch annehmen, dass sie eine kaufen würden. Wenn sie sie so lange brauchen. Okay, die Leute kommen in diesen Dungeon, um sich Hacken auszuleihen. Was? Besen? Tag 2. Jetzt reicht es mir. Morgen komme ich nicht zum Dienst. Seit dieser unbeholfene Müller seinen Arm verloren hat und mit den anderen Kranken weggeschickt wurde, hat der Bäcker kein Brot mehr gebacken. Und jetzt muss ich weit gehen, um welches zu besorgen. Wenn der Müller besser aufgepasst hätte, wären wir nicht in dieser Lage. Ich sollte ihm wirklich die Meinung sagen, aber dann müsste ich ja nach Paws gehen und ich habe gehört, es stinkt dort. Ja, es ist auch versumpft. Dann gehe ich lieber und hole das Brot. Na denn. Oh, eine Leuchtkugel. Okay, dann leuchte mal weiter. Ich weiß nicht, was diese Kugel macht. Ist auch nicht so wichtig. So. Kisten müssen zerstört werden. Selbst mit dem Flammenschwert geht das nicht. Ran. So, was finden wir denn noch hier? Das war Spesen nichts gewesen, ne? 7 Goldmünzen. Oh, der Bayeux-Teppich.
Es ist sehr ruhig in diesem Dungeon. Und ein Nest voller Knochen. Ein Pentagramm. Pagan. Ah, eine Spinne. So, darf ich denn wenigstens dieses Spinnennetz kaputt machen? Ja. Komm her. Stipp. Gib mir deine 12 Goldmünzen, die du bewacht hast. Eingestürzte Gänge. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Oh, es erscheint ein weißer Zaubertrank. Hm. Naja. Ah, du bist eine kleine Ratte. Ich dachte, da kommt eine andere große an. Aber es ist nur eine kleine Ratte. So, sind wir hier in der Waffenkammer? Zieräxte, Zierwaffen. Nee. Nee, nee. Na, kann ich nichts machen. Decke, Luke. Saubere Bandage. Oh, damit können wir uns heilen tatsächlich. Aber das ist jetzt gar nicht nötig. Das ist so ein anderer Heilgegenstand, den es gibt. Hm, dieser Schild sieht verdächtig aus. Was liegt hier rum? Ein Kurzschwert, das brauche ich nicht. Die Wand sieht auch ein bisschen komisch aus. Aha. Geheimtür. Wo landen wir denn hier? Bei einem weiteren Brunnen. Das Wasser scheint eine heilende Wirkung zu haben. Sehr schön. Ein weiterer Heilbrunnen. Außerdem ein blauer Zaubertrank. Und eine Truhe. Mit 38 Münzen und einem Heilbrunnen. Fein. So, das kann ich hier lassen. Schade, dass man das Wasser nicht abfüllen kann in Flaschen. Dann hätte man eine endlose Quelle. Von... Heiltränken. Hm. Was haben wir denn hier? Einen Rebel. Oh, das ist nur ein Glaskolben. Aha, 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 aha. Es öffnet sich. Ich höre die Ratten quieken. Schicke Marmorbänke, um sich auszuruhen. Was haben wir noch? Glaskolben, ein Leichnam, ein Lederbrustschutz. Ja, ist genauso wie meiner. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Blumenrüstung anziehen sollte. Ich finde sie auch nicht so hübsch, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kann sie mir niemals andenken. Aber bald über die Lederrüstung, das sieht cooler aus. Mordins Notiz. Okay, das ist dann wohl Mordin gewesen. Was schreibt er denn? Nachricht von Mordin. Der Geheimgang befindet sich hinter der Wand des Speisesaals. Achso, war das der Speisesaal? Sah aber nicht so aus. Statuen. Und... Hm, ein Leichnam und ein Brunnen. Das ist natürlich verdächtig. So, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass dieser Brunnen... vergiftet ist. Mit öliger Flüssigkeit. Also Finger weg von diesem Brunnen. Na, was haben wir für einen Raum? Nochmal Truhen. Oh, 34 Pfeile. Und ein Anfängerbogen. Wir haben schon einen Langbogen, also brauchen wir nicht noch den Anfängerbogen. Der ist schwächer. Ein Beutel, sehr gut. Was war da drin? Ah. Birne und ein Apfel. Ich esse die einfach mal. Pack da jetzt noch mehr Tränke rein. Und das kann auch mit rein. Die Rüstung kann mit rein. Der Kelch kann mit rein. Dann haben wir unser Inventar wieder ein bisschen erweitert.
11 Goldmünzen. Und ein goldener Schlüssel. Aha. Okay. Muss ich irgendwas mit den Teilen hier machen? Ich glaube nicht. Na, wir schließen die Tür auf. Was liegt denn da? Lederbeinlinge haben wir schon. Hier ist noch ein Pfeil. Ein einziger Pfeil, der natürlich schwebt. Genauso wie das Fass. Na, jetzt nicht mehr. Anscheinend, der Pfeil hat das Fass gehalten. Gebt mir alle Pfeile. Was ist hier drin? Nichts. Hier sind mal 29 Pfeile. Und einige stecken im Rücken dieser Figur. Warum im Rücken? Müsste das nicht vorne drin stecken? Das ist nämlich eine merkwürdige Technik. Sieht nach nichts aus. Despise. Das ist eine Lampe. Was? Die Tür ist verschlossen. Ah, wir haben viele Pfeile, einen Bogen gefunden und hier gibt es so ein merkwürdiges Zeichen. Also, nehmen wir unseren Bogen und schießen drauf. Da geht die Tür auf. So geht das also. Nur ein Essenssaal hier. Sogar ein Brathähnchen ist hier. Und ein goldener Schlüssel hier. Ach, da bist du. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Ich habe deine Musik schon von Weitem gehört. Die Klänge der Ratte. Ist in diesem Fass was drin? Es ist so schwer zu erreichen. Aber nein. Das sieht nach einer Druckplatte aus. Druckplatten drücke ich gern. Auf der anderen Seite auch wieder. Da ist auch eine Druckplatte. Und wir finden, einen weiteren goldenen Schlüssel, eine Schatzkarte. Trank. Und ich steige bewusst nicht auf diese Platte, weil das ein Teleporter ist. Aber Trauben, Äpfel, Zitronen und ein Kuchen. Okay, let's teleport. Franz Versalis Teleport. Oh, Stacheln. Wir sollten durchrennen, solange wir können. Kein Schaden genommen. Warten. Und durch. Au. Was? Oh, die Flammen sind angegangen. Irgendwas passiert. Ha. Da ist der Kirnstein. Kann ich ihn einfach so nehmen? Nee. Muss ich wahrscheinlich das Feuer löschen, ne? Vielleicht diese hier. Diese löschen. Dann hoffen, dass das hier ausgeht. Tut es allerdings nicht. Ich kann ja einfach so reinlaufen jetzt. Und finde den blauen Kirnstein. Okay. Das war eine optische Täuschung. Und los. Los. Yay. Und dann können wir wieder zurück teleportieren. Dann haben wir schon 2 von 4 Kirnsteinen. Druckplatte. Wir machen den Weg frei. Gemälde von Gebäuden. Alles mittelalterlich. Bayeux-Teppich.
alle Zeitalter hindurch. Was haben wir denn hier? Schriftvolle Licht. Ein gelber Heiltrank. Die Asche lasse ich hier. Und das ist auch nochmal eine Kiste. Kann man die aufmachen? Nö. Hm? Nee, unzerstörbar. Oh, ein schicker Kamin. Hm, hier wurde das Brathähnchen gebrutzelt. Apropos Brathähnchen. Das esse ich doch. Lecker. So, dann gegen Gift-Trank. Ein Knopf. Und der Durchgang ist frei. Die Frage ist nur, wohin? Hm, verdammt viele Spinnennetze hier. Und ich höre... Spinnenmusik. Spinnen und Ratten. Spiders and Rats. Und da sind die Rats. Hallo. Stupp. So, wieder ein Brunnen. Ist der gut oder schlecht? Na, es ist zumindest erfrischend, also neutral. Weder gut noch schlecht. Hier ist ein kleiner Alchemie-Tisch, wo wir unsere, wo wir Tränke basteln könnten. Außerdem gibt es ein paar Bücher. Was sind wir denn da? Ah, da oben gibt es etwas. Ich sehe einen Lederhelm. Hep. Außerdem einen gelben Heiltrank, einen schwarzen Trank, Spinnenseide, Knoblauch, Ginseng, Schwefelasche und nochmal einen roten Heiltrank. Hm. Ah, ich brauche so viele rote Tränke eigentlich nicht im Moment. Bandagen brauche ich auch nicht unbedingt. Und auch die ganzen Reagenzien brauche ich nicht unbedingt. Was steht denn in den Büchern? Heilung. Man braucht dafür einen Edelstein Amethysit und die Reagenzien Knoblauch, Ginseng und Spinnenseide. Das ist allerdings nicht für einen Trank, wie man denken würde, weil hier so ein Alchemietisch ist, sondern für den Zauberspruch ist das, glaube ich. Aber das ist eigentlich, das ist nicht der erste Heilzauber, den wir lernen werden, weil dafür brauchen wir keinen Edelstein. Das muss dann schon ein stärkerer sein. Aber dafür braucht man dann teilweise auch Edelsteine. Deshalb nicht alle davon verkaufen, wenn man die Sprüche lernen möchte. Sondern zumindest von jedem etwas behalten. Herstellung von Zaubertränken. Zunächst müssen Sie eine mit Wasser gefüllte Flasche zusammen mit den entsprechenden Reagenzien und dem entsprechenden Edelstein auf einen Alchemisten raus... Alchemistenausrüstung platzieren. Benutzen Sie die Alchemistenausrüstung, um den Zaubertrank herzustellen und bla bla bla. Können Sie Explosionen verursachen oder Gift erzeugen? Das haben wir schon mal gelesen, aber es ist nicht auf derselben Seite geendet wie vorher. Es kann sein, das liegt daran, weil wir eine neue Instanz betreten haben hier mit diesem Dungeon und das bedeutet, dass das eben hier ja, neu gewertet wird. Das ist quasi so, als hätten wir das zum ersten Mal aufgemacht. Dabei haben wir schon zum zweiten Mal aufgemacht, aber da das ein anderes Level ist, wird das anders gespeichert. Hm. Okay, der Brunnen ist weg. Dahinter ist eine Geheimtür und ein Knopf. Die orangenen Tränke nehme ich gerne mit. Die werden wir bald gebrauchen können. Und der Knopf macht hier den Durchgang auf. Hm? Oh, Ratten. Eine Schüssel mit Karotten. Mm. Ich kann sie nicht essen. Das ist ja merkwürdig. Das ist noch ein Löffel und ein Buch. Tagebuch eines Wachpostens des Dungeons des Bays. Die haben Wachposten. Hm. Macht ja irgendwo Sinn, dass Lord British irgendwann mal Leute in die Dungeons geschickt hat, um einfach zu gucken, dass da keine Monster rauskommen. Wobei das ja schon in Teil 5 nicht besonders gut gelaufen ist. Er wollte ja unbedingt in den Abgrund steigen. Into the Stygian Abyss.
Und da ist er dann hängen geblieben. Dies ist ein schrecklich langweiliger Posten. Tyson und ich wurden zusammen angeheuert, aber er darf seinen Dienst im Schloss tun. Meine Zeit ist zu kostbar, um hier herumzusitzen und die Ratten anzustarren. Warum teilen Sie nicht einen dieser Leute aus Paws zu diesem Dienst ein? Ja, die werden schon... schon der nächste Schritt in diesem ganzen perfiden Plan. Die Leute, die dann abgekarrt wurden, kann man ja als Sklaven quasi noch einsetzen. Irre. Jetzt fehlt auch noch einer meiner Schlüssel. Die verdammten Ratten haben ihn wohl wieder einmal vom Tisch heruntergefegt. Meistens tragen sie ihn nicht weit fort. Ich werde ihn also einfach erst morgen suchen. Es wird spät und Dara müsste schon einen Bierkrug für mich bereitgestellt haben. Ach, Dara ist die Wirtin in Britain. Hat sie uns hier ihren Namen genannt? Ich weiß nicht. Hier ist ein Hebel. Ah, und hier war anscheinend eine Falle, die ich jetzt schon mal deaktiviert habe. Gibt es hier sonst noch was? Hier ist Geröll. Verdächtig aussehendes Geröll. Aber ich kann es nicht nehmen. Das hätte ich jetzt ja hier vermutet, dass darunter irgendwas wäre. Nein. Wo habt ihr Ratten den Schlüssel gelassen? Redet mit mir. Da sehe ich keinen. Hier ist etwas Wasser. Ach, da ist der goldene Schlüssel. Gut. Damit geht die Tür auf. Na, was ist das hier? Eine Ank. Sieht ein bisschen rostig aus. Noch ein Schlüssel. Eine Laute. Ein Anfängerbogen und noch ein Pfeil. Kann ich die Laute spielen? Kann ich nicht. Naja. Muss ja auch nicht sein. Das war nur ein Gedanke. Schriftrolle. Die Kathedrale von Despise. Warum hat der Dungeon eine Kathedrale? Erleuchte den Pfad zur Tugend und ihr erfahrt Wiederherstellung. Erleuchten, sagt er. Dann erleuchten wir mal. Fackel an. Yeah. Oh, okay, das hätte ich nur anmachen müssen. Ich dachte, ich muss alle anmachen. Aber das reicht, die den Kerzenständer da anzumachen. Und dann ist das Ankh aktiviert. Und, ja, wir werden geheilt. Da wir volle Lebensenergie haben, hat das keine Wirkung, aber hier kann man sich auch heilen lassen. Dieser Dungeon ist sehr gnädig mit seinen Heilplätzen. Jetzt kommt etwas, wo man sich ein bisschen beeilen muss. Hilfe! Haltet die Wände auf! Bitte! Zieht den Hebel! Helft mir! Bitte! Schnell! Ich bin sehr schnell. Ja. Und so denn haben wir diesen Kerl gerettet. Danke! Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich bin in eurer Schuld. Ja. Man kann ihn auch sterben lassen, aber dann muss man den Stein, den er jetzt bei sich hat und uns gibt, aus Dankbarkeit sich selber besorgen, aus der Grube da unten, die sich immer wieder schließt. Was könnt ihr mir über den Kirin-Stein sagen? Vor Jahren hat der Zauberer Kirin angeblich ein Familienerbstück hier in Despise versteckt. Der Kirin-Stein ist der Schlüssel zum magischen Objekt. Er wurde in 4 Teile zerlegt und über den ganzen Dungeon verstreut. Ich habe eines der Teile gefunden. Aber nach dieser Erfahrung bin ich nicht mehr an der Erforschung von Dungeons interessiert. Bitte nehmt ihn als Dank für mein Leben. Und so, dann bekommen wir den grünen Kirin-Stein. Fehlt noch einer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich werde mich ein bisschen ausruhen und dann von hier verschwinden. Okay. Nach
diesem Vorfall muss ich mich etwas ausruhen. Ich werde hier rausfinden, wenn ich mich etwas erholt habe. Okay. So, ist das Giftwasser? Nein, es ist sehr erfrischend. Anscheinend hat er sich den Kirnstein hier aus dieser kleinen Schatulle da geholt, aus der Kiste. Wenn man die nämlich aufmacht, öffnet sich auch wieder hier diese Grube. Da würde man dann drin landen. Vielleicht kann man schnell genug rauskommen und bevor die Wände sich schließen. Kann man da raushüpfen. Auf jeden Fall ist es nicht gerade angenehm, zerquetscht zu werden. Du hattest Glück, Mann. Glück, dass der Avatar vorbeigekommen ist. Die Tür ist verschlossen. Wie kriegen wir die Tür auf? Da liegt ein Schlüssel. Da kommen wir aber so nicht ran. Was ist dies? Ein Attraktor. Ja, was könnte der wohl attraktieren? Den Knopf hier drücken. Den Schlüssel. Und so kommt man an den Schlüssel ran. Ich weiß gar nicht, ob das das einzige Mal im ganzen Spiel ist, wo man so einen Attraktor findet. Ich habe das Spiel ja nicht ganz durchgespielt. Bis zum bestimmten Punkt. Okay, wir haben 4 Podeste, 4 Steine, einer fehlt noch. Und erst dachte ich, ich hätte was übersehen, aber es ist so, den vierten findet man erst hier nach. Ein Buch. Kirins Kompendium. Nach Jahren der Forschung habe ich ein Kompendium über magische Rüstungen in Britannia zusammengestellt. Der Kiran-Schild. Ich nehme diesen Schild hier auf, weil mein eigener Vater Jahre mit der Herstellung von Schilden und Waffen zugebracht hatte, bevor er mit dem Studium der Kunst der Zauberei begann. Sein letztes Werkstück war ein Schild, der die magischen Reserven seines Trägers aufbaut. Also kriegen wir mehr Mana. Der Schild wurde mir vererbt, doch glaubte jeder meiner Brüder darauf ein Anrecht zu haben. Ich habe den Schild in den Dungeon des Bais gebracht und dort versteckt. Und er kann nur gefunden werden, wenn der Schlüssel auf die richtigen Stellen gelegt wird. Ich habe den Schlüssel, den Kirin-Stein, geteilt und jedem meiner Brüder den jeweiligen Aufbewahrungsort eines Teilstückes verraten. In der Hoffnung, dass sie ihren Streit begraben und bei der Suche des Schildes zusammenarbeiten, der einst unserem Vater und Mentor gehörte. Ja. Hat anscheinend nicht so gut geklappt. Das erinnert mich irgendwie an diese alte Shakespeare-Geschichte von dem König, der all seinen 3 Söhnen dann Teile des Landes gibt und die sich dann alle zerfleischen und er am Ende wahnsinnig wird. Also sich seine ganze Familie zerstückelt hat deswegen. Es gibt auch einen japanischen Film, Ran, der auch dieselbe Geschichte hat und den ich auch ziemlich cool fand. Der Rest des Buches scheint zu fehlen. Okay. Okay, aber anscheinend lesen bildet Durchgänge. Was haben wir hier? Einen leeren Brunnen und einen Knopf. Gatten. Na, dann komm her. Gattenmeister. Was haben wir hier noch? 9 Pfeile. Gelbe Heiltränke, noch mehr Münzen. Noch mehr gelbe Heiltränke. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so viele. Okay. Jetzt fließt auch das Wasser wieder. Ist es denn gut? Das Wasser tanzt auf unseren Lippen. Und, ja, wir haben auch Mana bekommen oder Karma für die Rettung dieses Mannes. Also, den Kirin-Stein kann man trotzdem noch kriegen. Das ist nur so, man sollte trotzdem ihn retten für das Karma. Ne? Das könnte nicht schlecht fürs Karma sein. Habe ich den jetzt überschrieben? Ach, egal. Wasser! Hoffentlich sind hier keine Fische. Ich sehe Fledermäuse. Ein Wasserfall. Eine unterirdische Höhle. Ich sehe Gold. 27 fliegende Münzen. Wo sind sie? Da oben. Okay. Wie habe ich das denn hingekriegt? Dieses Spiel. So. Jawohl.
hier sonst noch was? Da ist eine Seegurke. Ja, und wir erinnern uns, Felix war es, glaube ich, hat was gesagt, von Einstein müsste beim Wasserfall sein. Deshalb gucke ich hier ein bisschen. Hey, hat die Fledermaus mich angegriffen? Sie hat keinen Schaden verursacht, aber es ist gut möglich, dass ich hier erstmal was anderes machen muss, bevor das hier aufgeht. Ich erinnere mich, dass da auf jeden Fall irgendwo ist da der Kirin-Stein, aber anscheinend muss ich jetzt mal hier lang. Und nach dem Wasser kommt natürlich was? Totenschädel. Lederärmel und ein Kurzschwert. Und Lava. Wir sind am Ende des Dungeons angelangt. Wir werden heiter erwartet vom Boss dieses Dungeons, wenn man ihn so nennen möchte. Das ist nämlich eine Wurmgarde. Und da ist ja die Säule. Wir sind quasi unterirdisch zur Säule gegangen, zum Fuß. Hier gibt es noch einen Heiltrank. In die Lava sollte man sich nicht begeben. Und ja, dann können wir uns mit ihm auseinandersetzen. Dem Meister der Festung. Oh, Licht fällt auf die Burgenwände, auf Schlachtfelder und heilige Hallen. Ein singender Geselle. Könnte das unser alter Freund Yolo sein? Wer geht da? Avatar. Ich. Ich wusste doch, dass du eines Tages auftauchen würdest. Hm. Auf der Suche nach dem Glühfass? Ja. Nun, dein Getue als Weltverbesserer ist nun vorbei. Zieh dein Schwert. Damit niemand sagt, ich hätte einen Wehrlosen getötet. Oh. Okay, wer bist du? Das weiß ich ja. Woher wisst ihr, wer ich bin? Ich ziehe mein Schwert gern und mache dir hier und jetzt ein Ende. Sag ich ziemlich egal, was man sagt. Auf jeden Fall wird er mit uns kämpfen wollen. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Oli, ein Oli? Mitglied der Wurmgarde. Hm. Ich kann es nicht erwarten, Lord Blackthorn zu berichten, dass ich es war, der den Avatar getötet hat. Oli? Ha, natürlich. Es ist so, die Gefährten des Avatars sind alle vom... Nein, nicht alle, aber die meisten vom Guardian umgedreht worden. Und gehören jetzt zur Wurmgarde. Und ihre Namen sind einfach nur umgedreht. Das heißt, er heißt jetzt nicht Yolo, sondern Oli. Das ist der Witz daran. Woher wisst ihr, wer ich bin? Oh, ich kenne dich schon lange Jahre, Avatar. Und ob wir uns kennen, du und ich. Wie ich sehe, erkennst du mich nicht. Nun, du wirst eine Ewigkeit haben, um darüber nachzudenken, wenn ich mein Schwert in deiner Brust begraben habe. Und so greift er an. Und jetzt gibt es das große Duell gegen Yolo. Du bist kräftiger, als ich dachte. Avatar, warte. Du kennst mich doch. Ich bin dein alter Freund und Gefährte Yolo. Töte mich nicht. Ich bitte dich. Hab Mitleid und sei mir gnädig. Ja, und dann, nach ein paar Schlägen gibt er schon auf. Yolo ist ein alter Mann, der kann nicht mehr so viel leisten. Und ja, wir haben die Möglichkeit, ihn zu töten. Wie jeden anderen Gefährten übrigens auch. Aber das ist, glaube ich, nicht so günstig. Ich weiß, am Ende könnte es sein, dass wir dadurch Probleme kriegen. Und deshalb, und außerdem, es sind unsere alten Gefährten und die metzeln wir nicht einfach so nieder. Lügner, du bist nicht Yolo. Als du durch den Dungeon gekommen bist, hast du nicht meinen Bogen und meine Laute gesehen? Komm, Avatar, du weißt, dass ich sie stets bei mir habe. Willst du nicht deinen alten Freund am Leben lassen, Avatar? Deine Tricks können mich nicht täuschen, dann würden wir ihn töten. Aber wir sind gnädig. Nun gut, ich will dir gnädig sein. Ich danke dir. Bitte verzeih mir, Avatar. Nimm jetzt den Griff und sei gewiss, dass ich meine Hand nicht wieder gegen dich erheben werde. Ich werde den Glyph an mich nehmen. Yeah. Ich möchte, dass du dem Rest der Wurmgarde ausrichtest, dass ich wieder da bin und diesmal Britannia ein für alle Mal aus Guardians Händen befreien werde. Ich werde dich hiervon befreien, alter Freund. Yeah. Und unser Karma ist dadurch, glaube ich, auch gestiegen. Jawohl. Mana 30.
Avatar. Nimm schnell den Glyph und zieh weiter. Ich bin schwach und kann die Nähe des Guardian noch immer spüren. Okay. Ja, YOLO muss am Leben bleiben, unser alter Gefährte. Ja, und wir haben ja tatsächlich einen Bogen und eine Laute gefunden. Ah, schick. Oh nein, der Turm ist umgeben von einem magischen Schutzschild. Wie komme ich da rein? YOLO, was soll ich tun? Man rennt einfach rein. Da ist der Glyph des Mitgefühls. Eigentlich ist es die Rune des Mitgefühls, nur eben korrumpiert. Und das sorgt eben dafür, dass das ganze Britain so nicht mitfühlend ist. Wir müssen das Ding reinigen. Ich fand den Glyphen des Mitgefühls. Und den haben wir jetzt. So. Avatar, nimm schnell den Glyph und zieh weiter. Ja. Ich bin schwach und kann die Nähe des Guardian noch immer spüren. Avatar. Ja. Nimm okay, schnell den Glyph und zieh weiter. Ich bin schwach und kann die Nähe des Guardian noch immer spüren. So, jetzt müssen wir rauslaufen. Es ist nicht so wie in Zelda Dungeons, dass man direkt zum Ausgang teleportiert wird. Man muss hier immer wieder manuell rauslaufen. So, und hier ist was. Da ist der Hebel. War der Frau auch da? Oder ich habe ihn nur nicht gesehen. Da ist der Kirnstein. Der rote. Außerdem ein Beutel. Sehr, sehr praktisch. Sogar ein Heiltrank drin. Fump, fump, fump. So, und der Kirnstein kommt dahin. Jetzt habe ich noch einen Schlüssel. Keine Ahnung, wofür der ist. Ich habe nicht mal Lebensenergie verloren hier. So, und da sie schön farbig aufgemalt sind hier alle, ist es nicht schwer zu erraten, welcher Stein wohin muss. Der gelbe Stein kommt auf den gelben Sockel. Der blaue auf den blauen und der rote auf den roten. Dann schweben sie alle lustig in der Gegend rum. Und der grüne. So. Und jetzt. Ja, ein Schild. Wir können die Steine auch wieder mitnehmen jetzt. Aber ich lasse ihn mal da schweben. Und den kühlen Schild. Und er hat unser... Er erhöht unser Mana. Und unsere Rüstung. Und sage und schreibe... Gar nichts. Okay. Ah, das ist gar nicht aufgefüllt, deshalb sehe ich das nicht. Ich könnte ja tatsächlich einen Mana-Trank dafür einwerfen jetzt. Ah, dieses Verschwendung. Aber ich will das jetzt sehen. Um 5 Punkte. Yeah. Unser erster Schild. So muss es sein. Jetzt heißt es nur noch rausrennen hier. Ja, die Leute sind auch weg. Hier ist YOLOs Laute. Wir könnten sie ja wieder mitnehmen. Und seinen Bogen auch. Jetzt habe ich natürlich das equipped. Wollte es zu YOLOs Hütte bringen. Damit Gwenno weiß, dass YOLO wieder da ist. Seine Frau sich keine Sorgen mehr machen muss. Das bringt übrigens überhaupt nichts, dass ich das mache, aber hey, ein bisschen Rollenspiel darf auch mal sein. Gehen wir an all den Orten vorbei. Das Brathähnchen war hier. Das Bogenrätsel. Der vergiftete Brunnen. Habe ich eigentlich noch den Brief? Den brauche ich auch nicht mehr.
Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Und sie zeigt mir irgendwas an. Flüsse, also da geht's nach, also Norden ist ja oben und zwei Brücken gibt es da und irgendein X markiert die Stelle. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo das sein könnte. Anscheinend ist das Spinnennetz wieder nachgewachsen. Das sind aber fleißige Spinnen hier. Fast wie Ameisen. Und dieser Dungeon hat durchaus Musik. Es ist nur so, dass es halt... Hä? Hier wird mir gerade Mana geraubt. Die Ratte dreht durch. Hat wohl Musik, nur dass das eben nur mehr so Geräusche sind. Was zum... Mein Mana ist gesunken. Warum? Was? Ja, okay. Warum ist mein Mana gesunken? Ich gedacht, dass ich da hätte speichern müssen an der Stelle. Ich meine, das ist nicht so schlimm für mich, aber trotzdem ist es... Es ergibt ja keinen Sinn. Ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht, wirklich. Mana ist kurz wieder gefallen, weil ich den Bogen aufgenommen habe und deshalb mein maximal Mana auf 30 zurückgefallen ist. Aber was ist denn so schlimm daran, dass ich aus diesem Dungeon rausgehe? Warum wird mir das hier negativ ausgelegt? Ich kann Leute beklauen, das macht nichts, aber durch irgendeine Tür zu gehen... Ah, ich glaube, das ist diese magische Kugel, die da ist, wa? Die frisst mein Karma auf oder so. Hä? Hä? Der Avatar, hä? Na gut, mal schauen, ob das nochmal passiert. Sehr befremdlich. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas übersehen? Ist möglich. Wenn ich nochmal zurücklaufe. Hier ist der Brunnen. So. Und dann... Das ist nur dieser Raum hier. Achso, okay. Alles klar. Ich dachte, ich hätte da irgendwas gesehen auf der Karte. Ich habe eine Karte hier und ob ich da was übersehen hätte, aber sieht nicht so aus. Ich habe noch einen Schlüssel übrig behalten, oder? Ja, tatsächlich hier. Ich weiß aber nicht, wofür der gedacht sein soll. Eigentlich habe ich alles. Ich meine, das Wichtigste haben wir sowieso. Wir haben den Glyphen. Mich wundert allerdings, dass er der Glyph des Mitgefühls heißt. Okay, Glyph ist ja das Böse vom Guardian Verseuchte. Das verstehe ich, aber warum der dann noch Mitgefühl heißt und nicht irgendwie, ja, Kaltschnäuzigkeit oder Kaltherzigkeit. Dann müsste ja eigentlich Glyph der Kaltherzigkeit heißen. Oder Ignoranz oder wie auch immer das Gegenteil von Mitgefühl dann ist. So. Was
passiert das nochmal. Die Geheimtür kann ich ja nicht durch. Irgendwie auf der Ebene passiert das wohl. Irgendwie scheint da ein Trigger zu sein, der das auslöst. Bist du das? Mein Mana ist 30. Da schon wieder. Es passiert einfach. Okay, ich verstehe es nicht. Ich nehme es mal so hin. Dass ich jetzt einen Mana-Punkt verloren habe. Die beiden dürfen auch weg sein. Das ist ja super, Ultima 9. Ah, bloß raus hier. Raus aus Despise. Plus Wasser ist sehr erfrischend. Ja, irgendwie scheint an der Stelle irgendein Trigger zu sein, der das auslöst. So, wenn mich nicht alles täuscht, bekommen wir jetzt eine Zwischensequenz. Bei der ein bisschen was passieren wird. Kaum, dass wir diesen Dungeon verlassen. Naja, nicht ganz. Wir können sogar noch ein bisschen weiterlaufen. Aber jetzt gleich. Ja. Ah, der mächtige Avatar. Blackthorn! Ich hätte es mir denken können. Du leckst natürlich dem Guardian die Stiefel. Los, bringt ihn weg. Aber tut ihm nicht zu sehr weh. Kannst du mir hierbei behilflich sein? Ich bin dir schon eine ganze Weile gefolgt, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns am Ende auf diese Weise kennenlernen. What is hier los? Ja, anscheinend sind wir direkt von Blackthorn und seiner Würmgarde überfallen worden, kaum dass wir diesen Dungeon verlassen haben. Aber wir wurden gerettet. Von einer Dame mit Wurfmessern. Und irgendwie hat Blackthorn was am Auge abbekommen. Wer bist du? Man nennt mich Raven. Nur für den Fall, dass du dich wunderst, warum ich hier bin. Mein Arbeitgeber hat etwas, an dem du wahrscheinlich interessiert bist. Wahrscheinlich. Das heißt, falls du wirklich der Avatar bist. Okay, Arbeitgeber. Was meinst du damit, falls ich tatsächlich der Avatar bin? Nimm es nicht persönlich, doch woher soll ich wissen, dass du der Avatar bist? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Mein Arbeitgeber hat sehr viel zu tun und duldet keine Fehler. Ich brauche einen Beweis dafür, dass du tatsächlich der Avatar bist. Okay. Was für ein Beweis? Tatsächlich? Und wer ist dein Arbeitgeber und was möchte er von mir? Man nennt ihn Sam Hain. Und was er will, nun, das kann er dir erzählen, wenn du ihn kennenlernst. Doch ehe ich dich zu ihm führe, bedarf ich eines Beweises dafür, dass du wirklich der Avatar bist. Also gut, was für einen Beweis brauchst du? Was für einen Beweis? Warum muss ich einen Beweis erbringen, dass ich der Avatar bin? Na, man hat also die erste gut, Frage. Was für einen Beweis brauchst du? So, wollen wir doch mal sehen. Die Runen der Tugend sind schon seit langem verschwunden. Wenn du tatsächlich der Avatar bist, solltest du in der Lage sein, sie zu finden. Du wirst mich auf den Docks in Britain finden. Bringe mir eine der Runen, um zu beweisen, dass du ganz sicher der Avatar bist. Und ich werde dich zu meinem Arbeitgeber bringen. Pass auf dich auf. Okay.
Du warst, wer? So, wie ist es? Bist du bereit, dich zu beweisen? Ich habe noch keine Rune. Ich habe den Glyphen. Ja. Okay, also, das ist Raven. Hat sie uns ihren Namen gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Aber das ist auf jeden Fall Raven. Eine wichtige Persönlichkeit, die uns noch häufiger über den Weg laufen wird. Aber erstmal gehen wir hier zurück. Stonegate, das ist der Weg nach Stonegate. Da kommen wir ja weg. Beziehungsweise so sind wir in die Welt gekommen. Wie ich sehe, seid ihr heil aus Despice zurückgekehrt. Gut getan. Ja. Danke, unbekannter Rittersmann. Hey, Gwenno. Ich bin euch so dankbar, dass ihr Jollo gerettet habt. Klar. Erzählt ihr mir, was geschehen ist. Ich kann euch nicht genug dafür danken, so viel Mitgefühl gezeigt zu haben. Ich weiß einfach nicht, was ich ohne Jollo anfangen würde. Nun, ich bin sicher, ihr habt viel zu tun, also werde ich eure Zeit nicht mehr in Anspruch nehmen. Adieu, alter Freund. Ja, Gwenno. Habe ich gern gemacht. Übrigens, ich habe hier seine Sachen mitgebracht. Und irgendwie scheint da wieder eine Ratte zu wüten. Hier, seine Laute. Und sein Anfängerbogen. Das ist übrigens nicht wirklich sein Bogen. Aber das erfahren wir später. So. So, dies. Dies und das. Hüp. Hui. So. Wir haben den Glyphen. Wir haben das Mantra. Nun brauchen wir bloß noch das Siegel. Und das hat wohl der Bürgermeister, wie uns, ich glaube, Sarah mal gesagt hat. Also suchen wir den Bürgermeister auf als nächstes. Sarah, du hast eine Riesenratte bei dir. Ich dachte, das solltest du wissen. Möchtet ihr nach Porsche gekarrt werden? Geht weiter! Ja, die Leute sind immer noch mies gelaunt. Obwohl wir den Glyphen jetzt rausgeholt haben, ist es ja immer noch so, dass der Schrein kaputt ist. Und erst danach werden die Leute wieder nett. Bleib auf den Wegen. Kann ich noch mit dem nochmal reden? Wir haben ja den Müller getroffen. Wie bitte? Was sagtest du? Ich sagte Idiot. Ich lasse dich wohl besser allein. Ja, okay, er sagt nichts Neues. Ich glaube, wir sollten erstmal unseren Krempel wieder abladen. Mein Kopf guckt oben raus. Hallo? Ja. Oh, seid mir gegrüßt, Avatar. Ja, Grüße. Hier sind ein paar Bandagen. Spinnenseide. Und die Gifttränke. So viele Schlüssel. Bum, 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 bum. Ein bisschen Inventarmanagement. Kelch. Die Rüstung kommt woanders hin. So, das ist frei. Orangene Tränke von Samana und Heiltränke habe ich auch satt. Einen lasse ich noch hier. Glyphen. Maudins Notiz. Ach, die habe ich mitgenommen. Okay, ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir ein paar mehr Sachen oder Beutel, wo wir was reinstopfen können. Thank you.
Questgegenstände kommen hier oben rein. Oder wichtige Sachen, die wir immer bei uns haben wollen. Und der Rest dann alles ein bisschen logisch sortiert. So, Rüstung. Eine Wurmguard-Rüstung. Lederärmel. Schatzkarte. Schriftrolle daneben. Mordens Notiz kann auch dahin. Jawohl. Was für ein Durcheinander hier. Meinen Sie, wir haben genug Tränke? Ja, mein Lord. Mui. Okay, auf zum Bürgermeister. Öfter mal speichern, man weiß nie, wann das Spiel sich spontan entscheidet abzustürzen. Ist er überhaupt hier? Da ist er nicht. Fragen wir doch seine Tochter. Die auch nicht mehr da ist. Auf dem Balkon. Vielleicht müssen wir Killigan mal fragen. Der ist ja eigentlich der Stellvertreter hier. Ja, Karma ist immer noch um eins gefallen. Keine gute Tat bleibt unbestraft. Hey, du. Oh, Avatar. Ah, ihr seid zurück. Was kann ich für euch tun? Wo ist der Bürgermeister? Wieso sollte ich euch das mitteilen? Seid ihr nicht manchmal all dieser Dinge müde, Avatar? Wollt ihr nicht einfach mal ausspannen, ein wenig das Leben genießen? Das tue ich. Der Bürgermeister, wo ist er? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, der Dummkopf ist nach Pors gegangen, um seine Tochter zu suchen. Hm. Jetzt lasset mich in Ruhe. Jetzt lasset mich in Ruhe. Gut, lebt wohl. Ah, nach Pause ist er gegangen, also müssen wir da wieder hin. Okay, beschleunigen wir. Ne, da war eine Ratte. Wo? Hier. Aha. Und anscheinend... Okay, gebratener Raubfisch versus Riesenratte. Wer gewinnt? Die Wetten werden angenommen. Anscheinend hat der gebrutzelte Raubfisch gewonnen. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. So sei es. Auf Wiedersehen. Ja, so sei es, dass ich wohl auf bin. Ich kann noch was verkaufen. Ich habe ja noch so einen komischen... Kelch. Kann ich den verkaufen? Willkommen in meiner Bescheid. Willkommen, Mann. Wenn ihr jemals heute nichts freut, dann lebt wohl. Ne, kann ich anscheinend nicht. Okay. Weißt du was? Dann schenke ich dir diesen Kelch jetzt. Jetzt wieder Gutmachung. Okay. Cool. Cool. Hui. Seht mal, was ihr gemacht habt. Ihr seid reingetreten. Diese Frau erwischt mich jedes Mal. Auch wenn ich fliege. Na gut, das kann sie ja nicht wissen. Das ist ja vom Spiel nicht so vorgesehen, was? Aber ja, dann geht's beim nächsten Mal nach Pors und dann ja, suchen wir mal den Bürgermeister und das Siegel. Und dann können wir endlich mal den Schrein reinigen, den ersten. Bis gleich.